flüchten können. Frage 41. Im Park wird ein bewusstloser, etwa 20-jähriger Mann mit Atemstörung, und jetzt kommt es, Miosis beidseits, aufgefunden. Sehr nett, dass Sie Miosis noch erklären. Für welche Diagnose ist der Befund zunächst typisch? Er hat kleine Pupillen, müssen wir uns da nochmal versinnbildlichen. Diabetisches Koma, Asthmaanfall, Kohlenmonoxidvergiftung, Heroinintoxikation oder Gehirnblutung. Gucken wir durch. Ne? Also diabetisches Koma, Atemstörung, aber warum sollte der eine Miosis haben? Ne? Passt nicht. Asthmaanfall, Atemstörung, ja, aber Miosis? Kohlenmonoxidvergiftung? Da hätten wir jetzt irgendwas, was weiß ich, von Kirschbrot oder sowas gelesen. Nee. Könnte der sich Heroin gespritzt haben? Opiate, ne? Wirken parasympathisch, das heißt, die Stecknadelkopf großen Pupillen. Und wenn das ganz schlecht läuft, kann das bis zu einer Atemdepression gehen. Ne? Also die D ist drin. Und bei der Gehirnblutung kann ich jetzt auch Atemstörung haben, aber da hätte ich die Mydriasis bzw. eine Anisokorie, lichtstarre Pupille, also ist das auch raus. Hat auch keiner falsch gehabt, soviel ich weiß. Welche Aussage trifft zu? Eine Mikrostomie, also Verkleinerung der Mundöffnung, ach, das wusste ich gar nicht, dass Sie das angegeben haben, ist charakteristisch für den Lupus erythematodes, die Sklerodermie, das Sjögren-Syndrom, die Dermatomyositis oder den Morbus Bechterew. Eindeutig die B. Genau. Ne? Das machen wir immer bei den rheumatischen Erkrankungen im Kapitel Bewegungsapparat, da machen wir immer diese ganzen Erkrankungen hier durch. Der Lupus erythematodes ist sehr häufig kutan, ne, kann natürlich alles befallen. Da wäre so das Keyword das Schmetterlingserythem, was sehr viele Leute aufweisen, oder Gelenkbeschwerden oder so etwas. Morbus Bechterew, da habe ich keinen Tabaksbeutelmund. Ich muss allerdings sagen, ich habe zwei Patienten mit Dermatomyositis, die haben eine Mikrostomie. Haben Sie, ne, so einen Tabaksbeutelmund, die kriegen den Mund nicht mehr richtig auf. Also bei der Dermatomyositis, das kann das auch auftreten. Das Sjögren-Syndrom ist das Sicker-Syndrom, also dass die Speicheldrüsen, Tränendrüsen, dass die nicht mehr richtig Sekret produzieren. Sowas kann primär vorkommen als eigenständige Erkrankung, kommt aber sehr häufig auch in Kombination mit anderen Kollagenosen vor oder rheumatischen Erkrankungen vor. Aber wo es wirklich ein Leitsymptom ist, diese Mikrostomie, ist die Sklerodermie. Das heißt, eine Kollagenose, bei der die Haut ihre Dehnbarkeit verliert, dann kann sich das vorstellen, als wenn die Haut zu eng wird und die Haut dehnt sich nicht mehr richtig. Die Betroffenen bekommen die Madonnenfinger. Die sind ganz einfach wahnsinnig gespannt und kommen häufig irgendwann nicht mehr aus der Beugestellung raus. Sie haben das Madonnengesicht, ne? Das heißt also, die Haut wird richtig so nach hinten gezogen, dehnt sich nicht mehr richtig und eben diesen Tabaksbeutelmund. Das ist was sehr, sehr Unangenehmes. Also allein zum Zahnarzt mal zu gehen, ist für diese Leute wirklich eine Qual. Und teilweise ist das Lächeln auch nicht mehr richtig möglich. Das geht häufig überhaupt nicht mehr, was für die Betroffenen psychisch wahnsinnig belastend ist, weil sie dadurch eben manchmal ein bisschen ja, arrogant wirkenden Gesichtsausdruck oder abweisenden Gesichtsausdruck haben können. Und das ist für die Leute ganz, ganz schlimm. Bei der Sklerodermie kann es dann später eben auch noch zur Verhärtung der inneren Organe kommen. Ne? Dass also beispielsweise das Perikard betroffen ist oder eine COPD sich entwickelt. Gehen wir weiter. Die 43, auch hier verschlimmbessert, aber du brauchst keine Einspruchsfrage, ne? Ich kann meine Patienten mit Dermatomyositis das sonst zeigen. Ja, hier, ja, Dreisatz. Da müsst ihr darauf vorbereitet sein, dass sowas auch immer in den mündlichen Prüfungen vorkommen kann. Vorzugsweise in Hessen habe ich diese Frage so erlebt. Nach der Anweisung des Herstellers soll aus dem Desinfektionsmittelkonzentrat eine 2%ige Gebrauchslösung hergestellt werden. Wie viel Milliliter Konzentrat braucht man für 8 Liter gebrauchsfertige Desinfektionslösung? Ja. Also ich muss mal überlegen, wenn ich 1 Liter habe, das sind 1000 Milliliter. Entschuldigung. dann bräuchte ich also bei 2% 20 Milliliter. So, jetzt brauche ich aber nicht 1 Liter, sondern 8 Liter und 20 mal 8 gibt 160. Also 160
Milliliter, die ich von den 8 Litern also erstmal auch wegnehmen muss und durch Desinfektionsmittel ganz einfach ersetzen. 160 Milliliter. Gut. Bei einer Blutuntersuchung stellen Sie eine leichte Hypokaliämie fest. Da hat der eine oder andere schon einen beschleunigten Herzschlag wahrscheinlich bekommen, weil Kaliumfragen ja immer so beliebt sind. Aber ich glaube, sie war trotzdem nicht so schlimm. Welche der genannten Maßnahmen sind bei dem sonst beschwerdefreien Patienten angemessen? Wählen Sie zwei Antworten. Macht es Sinn, dem Insulin zu verabreichen? Um Himmels Willen. Nein. Ne? Oder ihm Cortison zu geben. Also nicht wir, sondern der Arzt. Warum? Ne? Wäre es sinnvoll, dass er ein eingenommenes Abführmittel absetzt? Vielleicht gut, dass man das anders in den Griff bekommt. Hm? Wäre durchaus sinnvoll. Sollte der Kalium IV bekommen? Nein. Eine kaliumreiche Ernährung würde die Sinn machen? Bananen, getrocknete Aprikosen? Ja. Ne? Man sollte sich natürlich eben auch noch angucken, mal die Niere angucken, nicht, dass da doch irgendwas im Argen ist. Aber ansonsten wird er als beschwerdefrei geschildert. Ich glaube, heute kommen wir früher durch. Normal brauchen wir immer 3 Stunden. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Für Heilpraktiker besteht ein Behandlungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz. Ja, ihr SG wird hier abgefragt. Bei Lippenherpes, also Herpes simplex, Typ 1, na, da kommt gerade nicht so viel Feedback, ist ein bisschen unsicherheiter. Ja, die meisten sagen nein. Infektiöser Mononukleose, also Epstein-Barr, Borkenflechte, Parvovirus B19, die Ringelwurzel, Keuchhusten, jo. Ne? Also, Lippenherpes ist da nicht drin, Epstein-Barr-Virus ist nicht drin. Dennoch ist es so, wenn jetzt jemand eine heftige Mononukleose hat, wo es ja zu einer Wahnsinnsplenomegalie kommen kann, die also wirklich bis zu einer Milzruptur führen kann, dass man das dann auch begleitend nur behandeln sollte, dass er sich auf jeden Fall dem Arzt vorstellen soll, besser gesagt, der Arzt muss wahrscheinlich zu ihm nach Hause kommen, weil ganz einfach die Gefahr der Ruptur besteht. Ne? Und er sollte da auch ein bisschen überwacht werden. Dennoch haben wir kein Behandlungsverbot. Impetigo contagiosa gehört zu den wenigen Erkrankungen, die jetzt nicht im 6er gelistet sind, oder Erreger im 7er, sondern im 34er, das Paragraph bezüglich der Gemeinschaftseinrichtungen, der zum Beispiel Schulverbot, Kindergartenverbot. Das steht drin. Die Ringelrötel sind die Kinder, ist die Kinderkrankheit mit Exanthem, die nicht im Infektionsschutzgesetz gelistet ist. Das heißt, weder Erreger noch die Erkrankung finden wir hier drin. Viele Leute machen das auch asymptomatisch durch, mit leichten Symptomen. Das haben sicherlich hier viele im Laufe ihrer Kindheit irgendwann mal durchgemacht. Charakteristisch für die Ringelröteln ist so ein girlandenförmiges Exanthem oder man nennt es auch die Backpfeifen- oder Ohrfeigenkrankheit, ja, dass sie dann so rote Backen bekommen. Ne? Genau, das hatten wir am Dienstag noch. Also die Ringelröte nicht. Und Pertussis, ja, haben wir seit 2013 im Paragraph 6 drin, davor natürlich auch schon im 34er drin. Da ist natürlich Meldepflicht. Deshalb muss ich jetzt gerade nochmal gucken. 1 nein, 2 nein, 3 ja, 4 nein, 5 ja, 3 und 5. Dann sind wir bei der Aussage B. Gut, wir sind schon bei der Frage 46. Ein Patient kommt nach einem Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus in Ihre Praxis und zeigt Ihnen seinen Medikamentenplan. Der adipöse Patient leidet unter anderem am Diabetes mellitus, Gicht und koronarer Herzkrankheit. Welches Medikament dient zur Behandlung der bei dem Patienten bestehenden Opiatabhängigkeit? Metformin, Acetylsalicylsäure, Belog, also Metoprol, ich kenne es eher als Belog, Methadon oder Allopurinol. Ich bin gerade ein bisschen so gesprungen, diesmal habe. Das ist eindeutig Pulamidon, ne? Das Methadon, also die Ersatzdroge, ne? die Heroinabhängigen dann verabreicht bekommen. Metformin, hat da jemand eine Assoziation, wann das eingesetzt wird? Ist auch ein Medikament, was man kennen sollte. Ja, Conny? Bei Diabetes. Genau, ein orales Antidiabetikum, Acetylsalicylsäure, ne, gerade so wegen Herzen, weil es ein Thrombozytenaggregationshemmer ist. Was man sicherlich auch kennt, ist das Allopurinol. Was ist das denn? Genau, das ist ein Medikament, was ganz einfach bei der Hyperuricämie gegeben wird. Im akuten Gichtanfall ist es kontraindiziert, was den Abbau von Purin zur Harnsäure ganz einfach vermindert. Und Belog, ja, haben wir bei uns
nicht in der Praxis, aber zu Hause liegen. Weiß jemand, was B-Block ist? Kennt das jemand zufälligerweise? Wetterblocker, ganz genau. B-Block. Ja? Nehmen auch sehr, sehr viele Patienten. Von daher auch nicht schlecht, das zu kennen, aber lernt er in der Praxis kennen. Frage 47. Schon wieder Psycho. Sie werden durch den Angehörigen eines alkoholabhängigen Patienten telefonisch um Rat gefragt. Der Angehörige schildert Ihnen folgende Symptome des Patienten: Bewusstseinsstörung, gestörte örtliche und zeitliche Orientierung, wirre Äußerungen mit Situationsverkennung, Unruhe, starkes Schwitzen, starkes Händezittern. Man könnte von einem Tremor auch sprechen. Ah, reingefallen. Kein Korsakow. Am Anfang hört sich's noch nach Korsakow ein bisschen an, ne? Der gestörten Orientierung. Ja, aber hier wird so schön auch mal das starke Händezittern erwähnt. Das ist natürlich das Alkoholentzugsdelir, das Delirium Tremens. Ne? Das heißt, fokaler epileptischer Anfall, haben wir hier keine Anzeichen drauf. Morbus Wilson. Morbus Wilson kann auch sehr starke zerebrale Symptome machen, kann auch sehr starke psychiatrische Symptome machen. Aber hier so dieses starke Schwitzen, Situationsverkennung, nee, passt nicht so. Korsakow-Syndrom ist das amnestische Psychosyndrom, wo die Leute ganz einfach Gedächtnislücken aufweisen, die sie über Konfabulationen füllen. Konfabulationen sind zum Beispiel nicht erwähnt, die auch vor allem zeitlich desorientiert sind. Das wäre hier aufgeführt, deshalb verstehe ich, dass man sich hat verleiten lassen. Aber das hier ist eindeutig diese Bewusstseinsstörung, wirre Äußerungen, ich weiß nicht mehr, in welcher Situation ich bin, ich schwitze, Hände zittern, starke vegetative Symptome. Das ist das Delir. Was ist denn nochmal ein Stupor? Müsste der eine oder andere sich erinnern, haben wir nämlich Dienstagabend noch drüber geredet, genau. Ne? Stupor ist ein starrer Zustand, ne? Psychomotorische Störung. Frage 48. Ein Patient klagt über eine seit einigen Wochen zunehmende, nicht schmerzhafte Schwellung im rechten Halsbereich. Sie tasten submandibulär rechts eine eher feste Resistenz mit einem Durchmesser von etwa 2 cm. Der Betroffene gibt bei der Untersuchung keine Schmerzen an. Welche der folgenden Diagnosen kommen im Rahmen der Differentialdiagnose am ehesten in Betracht? Metastase bei noch unklarem Primärtumor. Könnte da irgendwas in die Lymphknoten metastasiert haben? Wäre das möglich? Akute Stauung bei Speichelgangsstein. Welches Wort? Speichelgangsstein. Nee, warum nicht? Warum fällt das raus? Das würde wehtun. Ganz genau. Hier sieht das aus mit einem Morbus Hodgkin, einer Lymphogranulomatose. Daher haben wir die schmerzlosen Lymphknotenschwellungen, vor allem im Kopf-Hals-Bereich, gerne dann verbacken, kartoffelsackartig, ne? Aber das kann ja erstmal mit allem losgehen. Also von daher kann das gut ein Hodgkin sein, das war das Erste, woran ich dachte. Eine Lymphknotentuberkulose. Kann eine Lymphknotentuberkulose sein. Ne? Die Tuberkulose macht gerne Lymphknotenschwellungen und die müssen nicht wehtun. Und eine Kehlkopfdiphtherie, grob. Da hätte der erstens mal nicht seit Wochen irgendwelche Schwellungen da im Halsbereich, der hätte nämlich noch andere Symptome, der hätte zumindest einen schönen Krupphusten, ne, von dem hier keine Rede ist, und dann tut das da auch weh in diesem Bereich. Von daher sind wir hier bei der 1, der 3 und der 4, also hier bei Lösung, wo ist es denn? C. Frage 49. Und mal wieder gehen wir in den Psychiatriebereich. Eine 22-jährige Patientin mit bekannter Anorexia nervosa befindet sich seit 3 Jahren in ihrer Behandlung. In den ersten 2,5 Jahren ihrer Betreuung zeigte die Patientin ein konstantes Gewicht. Dieses fiel seit der letzten Vorstellung vor 6 Monaten kontinuierlich um 30% ab. Der Body Mass Index der Patientin liegt nun bei 12,9. Guck mal, hier habt ihr die Einheit drin. Kilogramm pro Meter zum Quadrat. Welche der folgenden Therapiemaßnahmen ist vordringlich? Aufklärung der Patienten über eine gesunde Ernährungsweise oder stationäre Behandlung in einer spezialisierten psychiatrischen Fachklinik? Müssen wir nicht weiterlesen. Ne? Die hat einen Body Mass Index von 12,9. Ne? Das ist Wahnsinn. Das heißt also, die befindet sich in Lebensgefahr. Die muss in die Klinik.
Initiierung einer Soziotherapie bei mangelnder sozialer Unterstützung, das kann ja alles noch kommen, aber vorrangig ist erstmal die Klinik und Fortführung regelmäßiger Fortstellung bei Ihnen im halbjährlichen Abstand, um Himmels Willen, und Einleitung einer homöopathischen Therapie. Man kann ja homöopathisch arbeiten, aber erstmal muss das Mädchen in die Klinik. Ne? Ganz klar. Bibi. Frage 50. Ach, da gab es Diskussionen. Gab es nämlich im Internet unterschiedliche Lösungen, aber ich hatte recht. So, eine Rotfärbung des Urins kann bedingt sein. Also der ist rot gefärbt durch Nierensteine. Na klar, das kann ja bluten. Durch eine Hämolyse. Ja, eine Hämoglobin. Durchs Hämoglobin kann es dazu kommen. Durch einen Blasentumor. Mhm. Durch den Genuss von roter Beete. Dass das Betanin drin, und manche Leute können das nicht richtig abbauen. Ne? Und bei denen färbt sich das dann rötlich. Kann man Urin sich rot färben, wenn ich viel trinke? Auch schön, es fällt mir gerade erst auf, dass da steht, große Trinkmenge in Klammer Polyurie. Mhm. Ja. Hätte man auch anders formulieren können. Nein, das ist natürlich Quatsch. Von daher ist es Aussage E. Ja, das hatten einige irgendwie so, dass bei der Hämolyse, dass sie da auf dem Schlauch standen. Wir haben es in unseren DDs immer drin. Ne? Wir haben immer bei der DD auch Hämaturie zum Beispiel haben wir das immer drin. Ne? Haben wir immer hämorrhagische Diathese, Hämolyse, Marschhämaturie, Stauung, ist immer drin. Nee, Creavi hat das inzwischen geändert, mal still und heimlich. Ist anders. Da haben ja auch so viele gesagt und ich habe darauf bestanden, nee, das gehört da rein. Das könnt ihr auch in jeder Uniklinik bei den Harnuntersuchungen und sowas, könnt ihr euch durchlesen und sowas. Ne? Und genau das kann durch das Hämoglobin kann das sein. Ja. Ich habe, wer in der Evidia Christ-Gruppe drin ist, da habe ich auch Links reingestellt, wo es überall drin steht. Gut, machen wir mal noch mal ein kurzes Päuschen. Ich würde mal so sagen, 3-4 Minuten. Wir brauchen heute gar nicht bis 22 Uhr. Wir sind so schnell. Die Fragen sind diesmal nicht so lange. Machen wir mal 3-4 Minuten Päuschen oder nehmen wir uns mal so die letzten 10 vor. Bis gleich. Probleme mitgemacht. Machen wir mal so weiter. Ne? Muss ich mal in meine DD aufnehmen. Nee, lass ich mal. Gut, gehen wir weiter. Die letzten, wir werden heute früher fertig sein. Ich glaube, darüber sind die meisten jetzt nicht irgendwie unglücklich, weil 3 Stunden sind auch sehr lang. Also wir kommen heute sehr viel schneller durch als bei den anderen Prüfungen. Welche der folgenden Aussagen treffen Sie zu, wenn Sie 2 Antworten? Doppelbilder, in Klammer Doppelzehen, sind am ehesten typisch für einen Zentralarterienverschluss, also Verschluss der Arteria zentrales Retinae. Warum sollte ich dann doppelt sehen? Ich sehe schon hier die Lösung im Chat, W und E. Multiple Sklerose, ja, Multiple Sklerose hat so häufig Augensymptome. Die Augensymptome können mannigfaltig sein. Das müssen nicht zwangsläufig Doppelbilder, also eine Diplopie sein. Das kann auch sein, dass ich eine Blickparese habe. Oder dass ich unscharf sehe, dass ich eine Wolke sehe, dass ich einen Rand um Dinge herum sehe. Wir gucken uns da im Kurs immer so Filmchen mit Animationen dafür an, also wo das nachgestellt ist auch. Ich kenne es auch von vielen Patienten, aber Multiple Sklerose betrifft eben sehr häufig auch die Hirnnerven, die die Augenmotorik steuern. Dadurch kann es eben dann zu Doppelbildern kommen und das ist auch typisch, ja. Allerdings, wenn der Riechnerv, der Nervus olfactorius, geschädigt wird, ja, dann werde ich andere Probleme haben, aber keine Doppelbilder. Eine Chorea Huntington, für die ist das Sehen von Doppelbildern auch nicht typisch. Eine Chorea Huntington ist eine Erberkrankung, die mit einer Problematik im extrapyramidalen System mit Hyperkinesien einhergeht, die sich häufig so um das 40. Lebensjahr zeigen, obwohl die Leute weitaus früher schon psychische Veränderungen haben. Die Leute grimassieren, ne, machen unkontrollierte Bewegungen, die bauen kognitiv immer mehr ab, bis sie irgendwann in der Demenz drin landen. Und ja, die haben alle möglichen neurologischen Symptome, aber das Sehen von Doppelbildern ist wirklich hier nicht das, was auf der Agenda steht. Aber der Botulismus, ne, das Botulinumtoxin. Botulinumtoxin, das giftigste Nervengift, was es überhaupt gibt, giftiger als Curare, das Pfeilgift der Indianer. Wirklich, würdest du einen Teelöffel in den Bodensee reinkippen, ja, wäre dieses Ding vergiftet. Ne? Da könntest du alle möglichen Leute damit umbringen, was hoffentlich keiner machen will. Aber Botulinumtoxin ist ja auch das, was sich diverse Leute so in die Stirn beispielsweise injizieren lassen. Und was macht das Botulinumtoxin? Es hemmt die Acetylcholin-Freisetzung an der motorischen Endplatte. Und das Typische für den Botulismus, Paragraph 6, ist,
wirklich, dass ich absteigende Lähmung habe, die typischerweise an der Augenmuskulatur beginnen. Deshalb Doppelbilder, ganz charakteristisch. Dann deszendieren diese Lähmungserscheinungen. Es kommt dann zu einer Gaumensegellähmung, ne, aus einer näselnden Sprache. Dann folgt die Dysphagie und dann kann das weiter absteigen zur Atemmuskulatur und zur Herzmuskulatur und dann kann das natürlich zum Atemstillstand auch führen. Aber das Typische ist, Botulismus beginnt oben. Ne? Bei klarem Bewusstsein ohne Fieber. Frage 52. Bei einem 78-jährigen Patienten finden sich im Rahmen einer Untersuchung wegen Rückenschmerzen multiple Metastasen in der Wirbelsäule. Schon relativ klar, glaube ich, worauf Sie hinaus wollen. Welches Karzinom kommt hierfür am ehesten als Ursache in Frage? Kolonkarzinom, Prostatakarzinom, Wilmstumor, das Nephroblastom, hepatozelluläres Karzinom oder Pankreas. Glasklar. Das ist das Prostatakarzinom. Viele Karzinome können in den Knochen, in die Wirbelsäule metastasieren. Aber die Affinität verschiedener maligner Tumore dazu ist sehr, sehr unterschiedlich. Und in der Liste ganz, ganz oben stehen das Prostata-CA und das Mama-CA. Die gehen wirklich sehr, sehr häufig in den Knochen rein. Deshalb müsst ihr gerade auch in mündlichen Prüfungen darauf vorbereitet sein, dass da etwas verkappte Fallbeispiele in diese Richtung kommt. Der ältere Mann, der eben Rückenschmerzen hat, wo man immer differenzialdiagnostisch an das metastasierte Prostatakarzinom denken kann. Die Dame, die auf einmal ja Schmerzen in der Brustwirbelsäule hat oder Armschmerzen hat, immer dran denken, das könnte das Mama-Karzinom sein, was hier metastasiert hat. Die machen das wirklich am häufigsten. Ansonsten sehr häufig macht das das Bronchialkarzinom und auch die Nierenkarzinome, Blasenkarzinome und auch relativ häufig die Schilddrüsenkarzinome. Tumore wie das Kolonkarzinom, Leberkarzinom, Pankreaskarzinom, die können das machen, ne, aber nee, ist nicht ihr primärer Weg. Ne? Kolonkarzinom ist erstmal in der Leber dann drin, hepatozelluläres Karzinom ist lange vorher in der Lunge drin, Pankreas geht auch wieder über die Pfortader in die Leber. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Auslösende Faktoren eines Karpaltunnelsyndroms können sein. Also man muss sich das ja so vorstellen, der Medianus läuft ja in diesem Karpaltunnel drin. Und alles, was da zu Schwellungen führt, kann zu einem Karpaltunnelsyndrom führen. Ja, wer hat gerne Schwellungen? Ja, das kommt gerne in der Schwangerschaft vor. Ne? Hat man nicht nur dicke Füße, ne, sondern da kann das auch letztendlich zuschwellen. Und auch, wenn ich degenerative Veränderungen des Handgelenks habe, ne, auch dann kann es zu dem zu Schwellungen kommen. Beim Diabetiker, der ist ja sowieso prädisponiert für alle möglichen Sachen. Unity Media, ganz genau, Maximilian. Hypothyreose, ja, da kriegst du ja die Myxödeme. Das heißt, da bist du auch häufig so angeschwollen. Auch das verengt und die Rheumatiker haben da super häufig mit Problemen. Also von daher ganz eindeutig, wirklich gehören die da alle mit rein. Ich muss mir gerade mal den Chat ein bisschen weiter nach vorne machen. Wirklich häufigste Symptome in der Schwangerschaft? Warum häufigste? Auf was beziehst du das häufigste gerade? Weil häufigste steht ja jetzt da nicht. Aber es kommt relativ häufig vor, ne, dass du in der Endschwangerschaft oder so es zu Schwellungen kommt und dann auch. Nee, das häufigste Symptom ist es mit Sicherheit nicht. Nein, nein. Im Internet steht viel. Gehen wir also mal weiter zur nächsten Frage, Osteoporose. Das heißt also, ich habe eine Störung im Knochenstoffwechsel, dass das Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und Abbau sich Richtung Abbau verschoben hat. Es wird also nicht mehr genug Knochensubstanz aufgebaut, quantitative Veränderung und der Knochen, der aufgebaut wird, der ist also auch qualitativ verändert. Das Übergewicht ist ja für so viele Dinge wirklich ein Risikofaktor. Aber für die Osteoporose nicht. Und da gab es auch schon mal eine Prüfungsfrage, wo es genau darum ging. Hier wäre eher das Untergewicht ein Risikofaktor. Das war schon mal aufgeführt. Wenn ich meine Knochen nicht nutze, dann ist das genauso wie bei einem Muskel. Ein Muskel, den ich nicht benutze, das wissen wir alle. Ne? Der baut sich ab mit der Zeit. Ja, und auch genauso ist das mit dem Knochen. Knochen musst du auch benutzen. Das heißt, die Immobilität ist ein eindeutiger Risikofaktor. Der Knochenstoffwechsel ist herabgesetzt.
Und wo man in der Praxis immer wahnsinnig drauf achten muss, ist ganz einfach, wenn man Leute hat, die Langzeit systemisch Glukokortikoide einnehmen. Weil die Knochenstruktur sich ganz einfach verändert. Der Knochen wird entmineralisiert. Vor allem äußerste Vorsicht ist geboten an der Wirbelsäule, ne? dass man da keine Manipulationen durchführt, weil das kann wirklich wegbröseln. Also wirklich da Acht geben darauf. Und natürlich, was wir wissen, Risikofaktor für die Osteoporose ist das Alter. Die primäre Osteoporose, die ja 90% ausmacht, da haben wir wirklich einmal so die Gruppe der postmenopausalen Damen und dann die senile Osteoporose. Knochenstoffwechsel, ja, wir sind da, die meisten von uns sind ja wirklich auch schon im Abbau, in der Abbauphase drin. So ab 35 geht es dann mal los, ne, dass der Knochen ein wenig ein bisschen mehr abbaut. Und Testosteronsubstitution würde ich jetzt niemand so ad hoc mal empfehlen, aber ja, für den Knochen ist es jetzt nicht das Schlimme. Also es wird nicht zu einer Osteoporose führen. Ne? Ja, der Mann. Die nächste Frage, ja, danach fragen Sie ja immer wieder so gerne mit den Blutdruckmessungen und mit den Manschettengrößen und so locker. Daniel hat es neulich noch gefragt. Ne? Die meisten sind über 25, ja, aber viele sind auch so wie 30 rum. Ne? Sind ja nicht alle ja, schon so fortgeschritten, wie ich das mittlerweile bin. Als ich angefangen habe, war ich auch noch Anfang 30. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Bei der Blutdruckmessung nach Rivarocci ist zu beachten. Die Manschette sollte bis etwa 30 mm Hg oberhalb des verschwindenden Radialispulses aufgepumpt werden. Lehrbuchmäßig. Lehrbuchmäßig. Genau so steht es im Lehrbuch drin. Beim langsamen Ablassen des Manschettendruckes wird der diastolische Druck beim ersten hörbaren Geräusch, also Korotkopfgeräusch, abgelesen. Das wäre mir neu. Das ist der systolische Wert natürlich der obere und der diastolische ist natürlich das letzte hörbare Geräusch. Ein systolischer Druck am linken Arm von 155 mm Hg spricht für eine schwere Hypertonie. Nein, bitte für die mündliche Prüfung, insbesondere wenn man zum Beispiel nach Köln geht, ne, aber auch sonst, die Einteilung der WHO kennen, der Hypertonie. Ne, wo genau definiert ist, ne, der Grenzwert ist systolisch 140, systolisch, diastolisch 90 und dann gibt's die milde, ne, die mittlere und die schwere Hypertonie, die ist dann erst über 180. Bitte diese Werte für die mündliche Prüfung drauf haben, die kommen ziemlich häufig dran. Viertens, der systolische Blutdruck am rechten Arm ist normalerweise ca. 30 mm Hg höher als am linken Arm. Da würde ich aber unruhig werden, wenn ich das beim Patienten messen würde. Wenn da mal 10 mm Hg Unterschied ist, das ist im Rahmen. Ne? Aber wenn ich 30 mm Hg Unterschied habe zwischen den Armen, ja, dann spricht es für eine Stenosierung des Gefäßes. Das könnte auch eine Aortenisthmusstenose oder eine Stenose direkt dort sein. Also das ist kein gutes Zeichen. So hoch darf die Differenz nicht sein. 10 mm Hg, 15, da wird es schon allmählich ein bisschen komisch, aber über 15 muss eine Sonographie gemacht werden. Eine zu breite Manschette führt zu falsch niedrigen Werten. Da kommt vom Daniel das Häkchen, der hat das neulich nämlich nochmal gefragt, ob wir darüber nochmal reden können. Ja, das wird ja immer ganz gerne gefragt, so mit der Blutdruckmanschette, wenn sie zu groß ist, wenn sie zu klein ist, beziehungsweise wenn sie falsch angelegt ist. Ihr müsst euch das vorstellen, da kommt zum Beispiel ein ganz dünnes Mädchen, sagen wir jemand mit Anorexie, dann habe ich diese riesengroße Manschette. Und das bedeutet, dass der wenn ich aufpumpe, der Druck auf der Arterie sich ja unheimlich breit verteilt. So breit sollte der sich gar nicht verteilen, weil die Manschette ganz einfach wirklich zu breit ist. Also ich kriege die Kompression auf die Arterie da nicht zu sehr verteilt eben. Und dadurch habe ich dann falsch niedrige Werte. Würde jetzt der Bodybuilder mit einem riesen Bizeps ankommen, dann hätte ich das umgekehrte Problem mit der normalen Manschettengröße. Dann hätte ich wirklich die Kompression auf der kurzen Strecke der Arterie. Das würde ich quasi abschmieren. Dann hätte ich einen falsch hohen Wert, der daraus resultieren könnte. Ja, jetzt kommen wir eigentlich auf die Zielgerade. Frage 56. Und zwar die Salmonellen. Der Erkrankungsgipfel einer Salmonellenenteritis
liegt in den Wintermonaten. Naja, ich würde wohl eher sagen, Salmonellen finden wir ja sehr, sehr gerne am Geflügel dran oder eben an den Eierschalen. Und der Klassiker wäre ja wirklich, die Oma hat zum Grillfest einen Kartoffelsalat gemacht mit Mayonnaise. Ne? Ich wohne ja hier unten im Badisch-Schwäbischen, da machst du das sowieso nicht mit Mayonnaise, aber die hat ihn jetzt mit Mayonnaise gemacht. So, und draußen ist es schön warm und da sind zwei Salmonellen drin. Und wenn wir eine Stunde später reingucken, durch die Außentemperatur, durch die Wärme, können die sich natürlich hervorragend dann auch vermehren. Das heißt also, in den warmen Jahreszeiten ist das Risiko viel, viel größer als in den Wintermonaten. Was wir so Januar, Februar immer hoch haben, ist Norovirus. Aber Salmonellen, aber auch die Campylobacter, die sind mehr in den warmen Monaten. Dazu muss man auch sagen, die meisten denken so, dass Salmonellen die häufigsten bakteriellen Durchfallerreger werden. IBO, ne? Die Salmonelleninfektionen sind zurückgegangen in den letzten Jahren oder sogar zwei Jahrzehnten. Was inzwischen dreimal häufiger sind, sind die Campylobacter, insbesondere Campylobacter jejuni, was einen ähnlichen Übertragungsweg, ähnliche Symptomatik hat, aber die haben wirklich wahnsinnig zugenommen. Ne? Zweitens, nach einer Salmonellenenteritis besteht lebenslange Immunität. Ne? Das halte ich für ein Gerücht. Außerdem, es gibt 2000 Salmonellenarten. Also die können einem häufiger entgegen erwischen. Und drittens, Salmonellen vom Enteritis-Typ werden meist von Mensch zu Mensch übertragen. Die Salmonellen vom Enteritis-Typ werden wohl eher über den Kartoffelsalat, über das Geflügel, ne, über die Eierschale, also im Ei sind sie nicht drin, aber außenrum übertragen. Das heißt, deshalb sollte man in der Küche immer hohe Hygiene walten lassen, wenn man mit Geflügel oder mit Eiern arbeitet, sich danach sofort in die Hände waschen, aber nicht von Mensch zu Mensch. Und dann die 5 noch Salmonellenerkrankungen. Erstens mal kann es zu einer reaktiven Arthritis kommen. Das kennt man ja, ne? So Morbus Reiter. Ne? Morbus Reiter, KMC, KMP, KMC, das wäre dann wirklich so das Vollbild. Das kommt ja bei Leuten vor, die relativ häufig 70-80% HLA-B27 positiv assoziiert sind und die dann nach einem Magen-Darm-Infekt durch zum Beispiel Salmonellen oder durch Yersinien eben auch eine reaktive Arthritis, aber auch eine Uveitis oder Iridocyklitis und eben auch eine Urethritis entwickeln können. Ja, also von daher ja, sind wir hier bei den Aussagen 4 und 5 und der C. Weiter geht es. Der Asperger. Vor einiger Zeit noch, ich glaube in beiden Kursen sogar noch ein Video darüber angeschaut, über Frauen mit Asperger-Syndrom, wählen Sie 2 Antworten. Man muss sich dazu nochmal so klar machen. Autismus ist ja ein ganzes Spektrum von Erkrankungen und hat ganz, ganz viele Facetten. Im ICD-10 ist es allerdings so, dass nur die 2 der extremen Pole im Grunde aufgeführt werden. Zum einen der frühkindliche Autismus, das Kanner-Syndrom, also eine Autismusform, die bei Kleinkindern schon auftritt, also vor dem 3. Lebensjahr, und die meistens mit einer verminderten Intelligenz, mit einer Oligophrenie einhergeht. Ne? Eine ganz schwere Form. Und am anderen Ende des Spektrums, was dann im ICD-10 aufgeführt ist, ist der hochfunktionale Autismus, das Asperger-Syndrom. Viele Leute mit Asperger-Syndrom wissen überhaupt nicht, dass sie ein Asperger-Syndrom haben. Sie merken nur, ich bin anders. Das kann durchaus sein, dass das erst nach 30, 40 Jahren oder vielleicht auch gar nicht mal diagnostiziert wird, sondern man empfindet denjenigen als so ein bisschen komisch und derjenige denkt immer so, warum bin ich anders als die anderen? Schauen wir uns das jetzt mal an. Es ist mit einem Entwicklungsrückstand der Sprache verbunden. Nein, das ist es nicht. Das Asperger-Syndrom, das kann sein, dass die sich anders ausdrücken, weil Asperger-Leute, ich versuche gerade diesen Begriff Patient zu umschiffen, weil ich finde sie irgendwie nicht so richtig passend, die haben ein anderes Denken, sie haben kein Gefühl für die Zwischentöne in der Sprache, zum Beispiel für Ironie, Sarkasmus oder so etwas. Da hat ein Asperger-Betroffener hat da Probleme mit. Das kann er nicht interpretieren. Es gibt Asperger-Leute, die Sprichwörter auswendig lernen, weil sie wörtlich nehmen. Aber sie haben keinen Entwicklungsrückstand der Sprache. Es könnte sein, dass die Sprache
anders formuliert wird, dass eine andere Stilistik, Rhetorik benutzt wird, aber kein Entwicklungsrückstand. Die Störung tritt überwiegend bei Jungs auf. Ja, das ist der Fall. Ne? Überhaupt so Autismus, auch sehr viele Störungen des Kinder- und Jugendalters, zum Beispiel auch ADHS, treten häufiger bei Jungs auf. C, die kognitive Entwicklung ist in der Regel nicht beeinträchtigt. Ja, das ist richtig. Die andere Form des Autismus, das Kanner-Syndrom, da haben wir häufig die Oligophrenie. Ne? Das heißt also die verminderte Intelligenz und dadurch eben auch eine verminderte kognitive Entwicklung. Aber hier ist es so, dass diese Leute eine normale Intelligenz, teilweise auch, dass sie auch teilweise hochintelligent sind. Also da gibt es sehr viele Abstufungen, von daher ist sie in der Regel nicht mit beeinträchtigt. Und dadurch können wir die D auch natürlich rausstreichen. Die haben keinen Intelligenzquotienten in der Regel unter 70. Normaler Intelligenzquotient, ne, liegt ja so ja, um die 100 rum, plus minus, sage ich jetzt mal. Also da sind die auch oder teilweise auch ein bisschen höher. Und ein Zusammenhang mit Nikotingenuss in der Schwangerschaft ist nachgewiesen. Ich bin im Moment, als ich das telefonisch gehört habe, daran hängen geblieben, weil es gibt Vermutungen, dass das einen Zusammenhang geben könnte. Aber nachgewiesen ist es nicht. Und da ganz einfach hier die Störung überwiegend bei Jungs auftritt und die kognitive Entwicklung in der Regel nicht beeinträchtigt. Es gibt Leute, die sind Professoren und so etwas. Ja, sind wir hier eindeutig bei den Lösungen B und C. Gehen wir weiter, genau wie mit roten Bändern, mit Fotos, Emotionen lernen. Ja, teilweise müssen die das wie Vokabeln lernen. Ne? Die sind auch, die haben es ganz, ganz schwer mit Smalltalk und so, solchen Sachen. Ne? Das ist für die wirklich eine Herausforderung. Und viele Leute schlüpfen da auch in der Rolle rein, ne, weil sie bei anderen Leuten beobachten, so verhalten die sich und denken, damit ich nicht so anders bin, muss ich mich so verhalten. Und das kann dann auch zu Depressionen, zu Angststörungen etc. führen. Das Lymphsystem. Ich glaube, der hat es den einen oder den anderen erwischt. Wenn Sie zwei antworten. Das Lymphsystem stellt ein geschlossenes Kreislaufsystem dar, in dem die Lymphe zirkuliert. Ich glaube, der hat es den einen oder anderen wirklich erwischt. Aber ist das Lymphsystem denn geschlossen? Wo fließt die Lymphe hin? Das haben wir ja in Antwort B. Das ist nicht geschlossen. Das fließt ja in den Venenwinkel rein. Und dadurch ist es ja nicht geschlossen. Der Blutkreislauf ist ein in sich geschlossenes System. Aber die Lymphe geht dann ins venöse System über. Also von daher ist die A falsch, aber die B ist natürlich richtig. Die Lymphe wird nicht in die Pfortader abgeführt. Ne? Da geht's, haben wir ein bisschen angespielt auf die kurzkettigen Fettsäuren. Die Lymphe fließt über die Lymphbahnen zur Peripherie, um dort über die Kapillaren in das venöse System aufgenommen zu werden. Das würde ja auch der B widersprechen. Nein, sie stammt ja aus der Peripherie, vereinigt sich zu immer größeren Lymphgefäßen und Lymphstämmen. Dann hast du nachher den Ductus thoracicus von unten. Und dann fließt es in den Venenwinkel rein. Und in den Lymphknoten reifen die Lymphozyten zu den Zellen der spezifischen Abwehr heran. Ganz genau, da können die sich nochmal teilen. Ne, werden vom Knochenmark gebildet, können sich dort aber nochmal teilen. Lymphozyten sind im lymphatischen System und auch in den Lymphknoten zu Hause. Da differenzieren sie sich aus. Ja. 58, also von daher hätten wir hier die Aussagen B und E. Zwei haben wir noch. Ich weiß aber nicht mehr, welche sind. Schauen wir mal. Eine einfache Auswahl. Ursache eines posthepatischen Ikterus ist Gilbert-Meulengracht-Syndrom, also Ikterus juvenilis intermittens, hämolytische Anämie, Gallengangskarzinom, Virushepatitis, Metastasenfieber. So. Da sehe ich schon im Chat, ne? Das ist eindeutig C. Ne? Wenn ich mal von unten anfange, Metastasen in der Leber, das ist ja intrahepatisch. Virushepatitis ist intrahepatisch. Eine Hämolyse von, bei der anderen Frage schon zwischendrin erwähnt, hämolytisch bedeutet ja prähepatisch. Und bitte Gilbert-Meulengracht-Syndrom kennen. Ne? Das kommt immer, immer wieder dran. Und 8% der Bevölkerung sind davon betroffen. Und viele kennen das überhaupt nicht. Das Meulengracht-Syndrom oder Morbus Meulengracht ist eine
Ja, ich tue mich fast schwer zu sagen, Problematik, weil die Leute haben relativ viele Vorteile. Ich gehe einen Schritt zurück. Das indirekte Bilirubin, was beim Abbau des Hämoglobins in der Milz entsteht, wird jetzt zur Leber gebracht, um dort konjugiert zu werden. Das heißt also wasserlöslich gemacht zu werden. Und dazu benötigt man die Glucuronsäure, die die Leber produziert. Und die Glucuronsäure ist für diesen Konjugationsprozess dann verantwortlich. Und damit aber dieser Vorgang vonstatten geht, brauche ich natürlich ein Enzym, was diesen Vorgang startet. Und dieses Enzym ist bei den Leuten mit Mäulenkracht in der Aktivität sehr stark vermindert. Wie gesagt, das haben 8% der Bevölkerung. Und so kommt es eben immer wieder dazu, dass diese Leute dann ein Problem haben, das indirekte, nicht wasserlösliche Bilirubin in das direkte umzuwandeln. Und gerade wenn diese Leute dann Alkohol getrunken haben oder gewisse Medikamente zu sich genommen haben, kommt es dann immer wieder zum Anstieg des indirekten Bilirubins und damit zum Leitsymptom, dem intermittierenden Ikterus. Also der tritt immer mal wieder auf. Ich habe das bei vielen Patienten auch schon festgestellt. Die kamen, die wussten nicht, dass sie das haben, weil sie beispielsweise Müdigkeit hatten, Haarausfall hatte ich einige Leute mit dabei. Und bei den Leuten ist nicht so auffällig, nur dass das Bilirubin immer hochgeht. Und eben in der Anamnese auch mal gefragt, ob zum Beispiel mal die Sklären so ein bisschen gelb waren. Und da kamen dann so, ja, mir ist schon aufgefallen, dass die nicht so weiß sind. Man muss aber dazu sagen, ich habe mich vorhin, wie gesagt, etwas zurückzuhalten, zurückzuhalten, das so als so Krankheit zu bezeichnen. Man hat mittlerweile festgestellt, dass diese Leute auch diverse Vorteile darüber haben. Beispielsweise ist es so, dass sie wesentlich seltener als Leute ohne Mäulenkracht Arteriosklerose entwickeln. Und dadurch eben auch die damit verbundenen Risiken wie Schlaganfall, Herzinfarkt, AVK etc. wesentlich seltener bekommen. Mittlerweile konnte man sogar nachweisen, dass sie ein niedrigeres Diabetesrisiko haben. Vielleicht hat die Natur sich da so ein bisschen was ausgedacht, ne? Seitdem die Menschen genug zu essen haben, seitdem es kein metabolisches Syndrom gibt. Vielleicht ist das auch schon wieder so ein Schritt in der Evolution. Aber es ist für die Betroffenen ganz gut, das zu wissen, weil ihr Leberstoffwechsel ganz einfach ein bisschen anders abläuft. Und sie können beispielsweise gewisse Medikamente wie Paracetamol, aber auch die Antibabypille, ne? Beziehungsweise eben auch eine Hormonspirale hat, da reagiert ihr Körper anders drauf, ne? Weil ja auch viele Hormone in der Leber abgebaut werden. Und dann bekommen die häufig Probleme. Und manchmal ist es dann wirklich zum Beispiel, dass sie die Pille nehmen oder irgendetwas. Und das passt häufig zum Beispiel nicht mit Mäulenkracht zusammen oder sie brauchen dann eine andere Pille. Und dann geht es den Leuten dann auch wieder wesentlich besser. Und gerade wenn Patienten euch so schildern, dass es ihnen nach Alkohol schlecht geht, dass sie Alkohol ganz schlecht vertragen, dann würde ich da immer mal so ein bisschen hellhörig werden, mal in diese Richtung denken. Aber wie gesagt, die haben ja da ganz schön viele Vorteile auch darüber. Also hier natürlich richtig Gallengangskarzinom. Wenn ich ein Gallengangskarzinom habe, dann hat ganz einfach mein direktes Bilirubin, was sich in der Gallenflüssigkeit befindet, es schwerer in den Darm zu gelangen. Ne? Und ja, das ist nach der Leber, also posthepatisch. Die letzte Frage, und die war eigentlich auch nett. Ne? Welche Aussage trifft zu? Der Steppergang oder die Spitzfußstellung spricht für eine Schädigung des Nervus medianus, peroneus, trigeminus, trochlearis oder des Kleinhirns. Ich glaube, da waren keine Fehler mit dabei. Der Steppergang, der ist, glaube ich, gut bekannt bei der Schädigung des Nervus peroneus. Das heißt, ich habe eine Fußheberschwäche. Das kann zum Beispiel auch zustande kommen, wenn jemand einen Gips am Bein hatte, das Fibulaköpfchen zu sehr eingedrückt worden ist, komprimiert worden ist. Und dann haben die ganz einfach eine Fußheberschwäche. Dadurch entwickeln sie so einen Gang, dass sie immer wie so ein Storch im Grunde ihre Knie wirklich hochziehen müssen, damit die Fußspitzen nicht da unten schleifen. Und das ist der Steppergang, ne? Beziehungsweise ein Spitzfuß kann dann eben auch entstehen. Den Nervus medianus hatten wir ja vorhin schon im Zusammenhang mit dem Karpalpolio-Syndrom erwähnt. Den haben wir natürlich am Arm. Ne? Wenn der jetzt zum Beispiel ausfallen würde, dann hätte man die Schwurhand, weil er die ersten drei Finger innerviert, plus die Innenseite des Ringfingers. Da kann es dann zur Daumenballenatrophie beispielsweise kommen.
Und der Trigeminus, ja, das ist der nette Freund, der immer mal wieder so zu richtig schönen Neuralgien führen kann. Der Hirnnerv mit den drei Ästen, Nervus ophthalmicus, ne, mit dem Austrittspunkt in der Region der Augenbraue, dann den Maxillaris und den Mandibularis, ist zum Beispiel für die Sensibilität des Gesichts zuständig, und Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne. Und der kann sehr gerne zu Neuralgien führen, aber mit Sicherheit nicht zum Steppergang. Und den Nervus trochlearis, ja, den braucht er, wenn er mal mit den Augen rollt, wenn euch jemand auf die Nerven geht und ihr rollt die Augen, dann braucht ihr die. Hat also mit dem Fuß auch nichts zu tun. Und das Kleinhirn wiederum, wenn ich Kleinhirnschädigung habe, dann habe ich motorische Probleme. Ja, das habe ich. Aber da würde ich eher an breitbeinigen Gang und Ataxien denken und nicht an den Steppergang. Ja, von daher, Punkt. Das waren die 60 Fragen.